Einmal im Jahr feiert sich die Reutlinger Metzgerstraße mit einem Oktoberfest selbst. Es ist das Highlight in Reutlingens längster Einkaufsstraße. Die Händlerinnen und Händler nutzen den Tag, um mit ihren Kunden gemeinsam zu feiern und auch über Neuigkeiten zu informieren. Auch in diesem Jahr wurde das Fest wieder vom Metzgerstraßenverein organisiert. Jeder Aussteller macht individuell was, ob das jetzt sich selber zu zeigen oder letztendlich, es gibt Parcours, es gibt vorbeikommen, schauen, gucken. Es gibt so viele Angebote, jedes Jahr auch ein bisschen anders, weil wir bewusst sagen, immer das Gleiche wird ja dann irgendwann auch mal langweilig. Es lohnt sich. Und auch das Wetter unterstützte die Organisatoren mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. RTF 1 sowie der Schwesterradiosender RTF 3 waren mit Musik und Live-Moderation von Ernst Obermeier auch wieder mit dabei. Für zünftige Musik sorgen traditionell die Degerschlachter Blasmusik und die Doppelradler. Bereits zur traditionellen Eröffnung am Vormittag haben sich etliche Menschen in der Metzgerstraße versammelt. Erwartet werden an diesem Tag bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher. Für den Fassanstich war in diesem Jahr Bundestagsabgeordneter Michael Dont zuständig. Mit dem digitalen Hightech-Hahn gelang es ihm, zugegeben mit Hilfe von Tomobräu-Spezialist Johnny Stojanovic, das eigens gebraute Metzgerstraßenbier zum Fließen zu bringen. Für Dont ein gelungenes Fest. Also das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben ja in unserer Innenstädte vielfach Probleme, weil sich das Einkaufsverhalten der Bürger ändert, weil das online attraktiver scheint. Und anstatt zu jammern, haben die Geschäftsleute hier in Reutlingen und vor allem die in der Metzgerstraße das Heft in die Hand genommen und haben gesagt, wir müssen das Einkaufserlebnis in Reutlingen fördern. Wir machen was Besonderes, damit die Menschen kommen, dass sie hier was erleben können. Und die Vielzahl der Besucher heute, die Stadt ist voll, zeigt doch, das hat Erfolg. Die Leute kommen, schauen und ich hoffe, sie kaufen auch ein. Dass sich in den Innenstädten viel verändert, ist auch in der Metzgerstraße zu spüren. So wird es hier in naher Zukunft die untere Filiale der Traditionsmetzgerei Oskar Zeeb nicht mehr geben, sondern nur noch die am Albtorplatz. Die legendäre Metzgerstraßenwurst bleibt aber natürlich erhalten. Traditionell wird am Metzgerstraßenfest geschätzt, wie lang oder schwer die Würste in dieser großen Schale wohl sind. In diesem Jahr ging es um das Gewicht. Ich gebe noch immer ein bisschen Tipps, wo ich sage, ja, also mehr als 100 Kilo, aber weniger als 500 und dann wird es schon mal ein bisschen einfacher. Und was hätten Sie geschätzt? Wir dürfen es verraten. Die Würste brachten insgesamt 163 Kilogramm auf die Waage. Wer aufmerksam durch die Metzgerstraße geht, hat sicherlich auch den Zuwachs an Friseurgeschäften wahrgenommen. Der Inhaber des J7 sieht darin kein Problem, im Gegenteil. Schönes. Ja, wir haben 11 Friseure hier. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit so einem Industriegebiet, wo viele Autohäuser sind. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, man kann wie beim Autohaus sagen, ich gebe 10.000 für ein Autohaus oder 100.000. Und so ist es hier mit den Friseuren auch. Und ich glaube, wir tun uns da nicht gegenseitig weh. Doch nicht nur die Friseure in der Metzgerstraße jagen den neuesten Trends hinterher. Das Haus für Sicherheit berät seine Kunden mittlerweile auch zum Thema Smart Home Technologie. Wir machen Smart Home begreifbar, das heißt, wir können es anfassen, ausprobieren und umsetzen, wie es nach daheim eingesetzt werden könnte. Das geht hier oder geht es auch beim Kunden vor Ort? Können Sie das beim Kunden auch vor Ort schon darstellen? Können wir auch, aber natürlich ist es hier besser, weil wir größere Produktpalette haben, wo wir auch alles zeigen können. Was sind denn so die neuesten, außer dem Smart Home, für Trends, die es noch so gibt, die Sie noch anbieten können? Ja, unser Vorteil ist, was mit unserem Produkt, was wir haben, von Abus genauer gesagt, ist, dass wir mit einem App mehrere Geräte steuern können. Bisher war es immer so, für jede einzelne Anwendung habe ich eine eigene App runterladen müssen, die miteinander verheiraten müssen. Bei der jetzigen ist es so, ich habe eine App, da kann ich mehrere Sachen, ich werde auch Menü gesteuert, geführt, als auch für Kunden in meinem Alter und älter einfach zu bedienen und wirklich nachzuvollziehen. Immer wieder zu sehen sind auch Autos. Auch wenn die zugehörigen Autohäuser zwar nicht direkt in der Metzgerstraße ansässig sind, so werden doch schon seit vielen Jahren verschiedenste Fahrzeuge beim Metzgerstraßenfest vorgestellt. Ihr seid ja hier das erste Mal auf dem Metzgerstraßenfest. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch entschieden habt, hier auch auszustellen. Es ist immer wichtig, dass man auch Partner hat in der Region, die eben halt auch Fahrzeuge ausstellen. Wo seid ihr denn ansässig? Wir sind ansässig in Reutlingen-Sondelfingen in der Lembergstraße 11, ist gleich Ortsanfang Sondelfingen und sind relativ gut erreichbar.
Das Suzuki Autohaus zeigt am Metzgerstraßenfest einen Teil seiner Flotte und informiert auch über neue Techniken. Das ist hier ein Fünftürer, wie ich sehe, ein Hybridfahrzeug. Tobias, kurz erklär uns mal, was haben wir denn hier stehen? Ein Suzuki Swift 1,0 Liter mit 111 PS und Hybridunterstützung. Er kann nicht rein, also es ist kein Plug-in-Hybrid, es ist nur elektronisch unterstützt, senkt somit den Kraftstoffverbrauch und wir können so ein Fahrzeug mit weit unter 5 Liter bewegen, so im Schnitt so mit 4,2 bis 4,3 Liter. Also für die Stadt ist es ja wirklich ein optimales Gefährt. Auch für Mütter mit Kleinkindern natürlich optimal, würde ich jetzt mal sagen. Kinderwagen geht auch einer rein, also sieht sehr gut aus. Wenn von Automobilen die Rede ist, sind auch E-Autos nicht weit. Wenn es um Ladestationen für zu Hause oder allgemeine Beratungen zum Thema Ökostrom geht, für den war der Fair-Energie-Stand genau richtig. Professionelle Steuerberatung und Vereinsberatung von R&S Reutlingen. Überlassen Sie uns das Steuern. Sanitätshaus Krüger, Ihr Partner für Ihr Wohlbefinden. Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit und machen Sie laufend fit. Autohaus Tobias Kurz ist Ihr Suzuki-Autohaus in Reutlingen. Bei uns finden Sie eine komplette Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen und attraktive Sondermodelle. Wir sind stark im Service und fair im Preis. Autohaus Tobias Kurz in Reutlingen, Sondelfingen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Auch vom Autohaus Bebion werden viele Autos vorgestellt. Verkaufsleiter Frank Reinhardt erklärt, was sich im Bereich E-Mobilität so tut. Ja, wir kriegen jetzt gerade dieses Modell, den 508, den neuen und den 3008er kriegen wir jetzt als Hybrid, jetzt im Herbst, Oktober, November. Und 3008 sind wir ausgezeichnet worden zum meistverkauften SUV Europas inzwischen sogar. Richtig erfolgreiches Modell. Wir kriegen den neuen Peugeot 208 Ende des Jahres voll elektrisch mit 360 Kilometer Reichweite, also richtig ordentlich schon mit 136 PS. Richtig futuristisch ist auch so manches Cockpit mittlerweile. Da staunt nicht nur Moderator Ernst O. Nicht einen Blick in die Zukunft, dafür einen in die Vergangenheit, bietet ein ganz neues Projekt des Fotografen Martin Hummel. Er hat in einem Kalender aktuelle Bilder aus Reutlingen, Bildern von vor 100 Jahren, gegenübergestellt. Da haben wir hier eben diesen Reutlinger Kalender vorliegen. Erzähl mal, was sehen wir jetzt hier genau? Also das ist die Titelseite. Wir haben also Kalender für nächstes Jahr, ganz aktuell, 2020. Die Headline heißt Heute und vor 100 Jahren. Und hier sieht man dann eben das klassische Bild, wodurch Reutlingen damals bekannt wurde, die Marienkirche mit dem Lindenbrunnen. Und hier oben links sehen wir etwas kleiner, wie die Sache heute aussieht in der Wilhelmstraße. Und so zieht sich das jetzt durch. War natürlich ganz spannend, vor allen Dingen im September mit der kleinen Venedig. Ich zeige das mal. Also, aber zeig nur noch das, weil das andere sollen die Leute sich, die sollen den ja auch erwerben und kaufen. Natürlich, klar. 29,90, schönes Weihnachtsgeschenk, kann man später die Bilder ausschneiden, ist eine wunderbare Sache. Klein Venedig heute und vor 100 Jahren. Vielleicht zum Abschluss noch, diese Kamera, wo Sie hier sehen, unten rechts, wurde 1920 von einem Reutlinger Bürger in Verbindung mit einem Schreiner, das muss man sich mal vorstellen, selber gebaut. Auf diese Kamera ist Martin Hummel besonders stolz. Er ist seit Anfang an mit seinem Betrieb Teil des Metzgerstraßenfestes. Ebenso wie Manfred Iwanek vom Kachelofenstudio Iwanek. Er legte damals den Grundstein für das Metzgerstraßenfest. Diesmal stellt er einen ganz speziellen Ofen vor. Ja, das ist die Heidi Back. Wir haben ein schönes Kaminofenfeuer. Wir haben oben ein Backfach drin, da kannst du richtig backen. Weil es gibt Backfächer, da hast du nur Unterhitze und hier hast du ringsherum Hitze. Da kriegst du auch von oben dein Backgut, deine Pizza, Brot und alles kriegst du da gebacken. Das ist ein richtig guter Backofen. Erst zum zweiten Mal dabei und damit noch quasi ein Neuling sind die Damen von Kind Hörgeräte. Neben einem Hörtest und der Suche nach dem passenden Gerät gibt es noch weitere Dinge, die heutzutage beim Thema Hörgerät eine Rolle spielen. Es soll meistens unauffällig sein. Da gibt es super schöne Techniken, die man heute auch mit dem Internet verbinden kann. Und Smartphones sind unser Alltagsgeschäft.
mit den Hörgeräten zu verbinden. Und da gibt es natürlich auch ein Team, das dahinter steht und Sie bieten auch verschiedene Serviceleistungen an, nehme ich an, Reparaturen, erzählen Sie mal. Genau, also natürlich die Hörgeräte, Reinigung, den Service, dass wir die Hörgeräte nachstellen, einen Hörtest machen, falls sich das Hören verändert hat, dass man das Hörgerät nachstellen kann. Auch natürlich wichtiges Thema Hörschutz, also dass man prüft, für welche Situationen, zum Beispiel auf der Arbeit oder bei Musik, Konzerte, dass das Gehör einfach geschützt bleibt. Richtig laut wird es beim Metzgerstraßenfest bei der Modenschau vom Second-Hand-Geschäft Stoffwechsel. Hier wird Kleidung präsentiert, die aus dem Fundus der letzten zwei Wochen stammt. Und der Trend zur Second-Hand-Kleidung scheint zu steigen. Und seit Friday for Future, muss ich sagen, haben wir auch sehr großen Zulauf. Auch viele Jüngere kommen und mittlerweile kaufen die sehr nachhaltig ein. Die gucken schon viel mehr aufs Etikett, was für Materialien werden verarbeitet, sind die Fairtrade oder ist es einfach nur Billigware. Das wird bei uns schon sowieso gar nicht angenommen. Also da achten die Jüngeren vor allem verstärkt drauf. Unter die Models mischte sich in diesem Jahr auch Grünen-Politikerin und ehemalige Oberbürgermeisterkandidatin für Reutlingen, Cindy Holmberg. Hi, schön, dass du dabei bist. Das erste Mal hier in Reutlingen. Und wir laufen einmal wieder zurück. Ich weiß, aber wir müssen einmal posen. Wer hat gepfiffen? Warte, ich kann auf jeden Fall laufen. Auch die Modeboutique Papillon präsentiert in diesem Jahr ihre Mode mit einer Modenschau. Also wir zeigen sehr viel High-Waist-Hosen. Die sind momentan sehr, sehr modern und dann Rolli ist natürlich der klassische, Tunikas haben wir sehr viel und wir schauen schon, dass wir ein bisschen so das Neutrale haben, nicht so ganz das Flippige, dass es auch lange tragbar ist und nicht nur eine Saison, das ist schon immer sehr wichtig. Inhaberin Gisela legt außerdem auch Wert darauf, dass die Kleidung, die sie verkauft, in Europa produziert wird. Dem Trend zu bewusster Mode folgt ebenfalls das Modehaus Feiss. Hier wird zudem noch auf Tierwohl gesetzt. Warm, kuschelig, aber down-free, ohne Daune. Gleiche Eigenschaften, aber kein Tier muss sterben, wesentlich pflegeleichter. Ihr braucht keinen Trockner zum Trocknen und 7 Tage aufhängen, bis sie trocken ist. Direkt neben dem Modehaus befindet sich Laufgut Dieter und die kümmern sich vor allem um gesunde Füße. Uns liegen sehr die Füße am Herzen natürlich, wie schon der Name sagt, Laufgut Dieter, Orthopädie und Schuhtechnik. Wir versuchen immer einen guten Bogen zu schlagen, also über die Schuhe. Da sind uns Passformen sehr wichtig oder auch die Zurichtungen, von dem her haben wir uns da sehr gut aufgestellt. Zusammen verstehen sich das Modehaus Feiss und Laufgut Dieter als Kompetenzzentrum in der Metzgerstraße Ecke Hirschstraße. Denn sie kümmern sich um ihre Kunden von Kopf bis Fuß. Wir machen das ganz gut zusammen. Wenn jemand kommt, hat ein passendes Outfit, dann kommt sie geschwind rüber und sagt, ach, und einen Schuh brauchen wir dazu. Oder wir sagen, ach, gucken Sie doch noch geschwind rüber, beim Feiss, da gibt es gerade schöne Jacken oder irgend sowas. Und diese Kombination, man fährt hier rein in die Hirschstraße, hat links dann die Bekleidung, rechts die Schuhe, das ist wunderbar. Speziell für den Kopf hielten das Modehaus Feiss und Laufgut Dieter ein weiteres Highlight für ihre Kundinnen bereit. Einen Schminkstand mit Mary Kay Produkten. Hier konnten sich die Besucherinnen des Metzgerstraßenfestes nicht nur verschönern lassen, sondern auch Tipps und Produkte ergattern. Und Mary Kay hat ja sehr, sehr viel im Programm. Also sie haben sehr viel Auswahl in dieser Art und Weise. Ja. Also was ganz toll ist, also von der Foundation, Sie würden Make-up sagen, da haben wir wirklich für sehr helle Haut bis wirklich dunkelhäutige, wirklich garantiert die richtige passende Formulierung. Wenn Sie jetzt nicht in der Metzgerstraße am Oktoberfest sind, wo kann man Sie denn antreffen oder kommen Sie zu einem hin mit der Beratung? Wir sind im Direktvertrieb tätig, das heißt, wir gehen immer zu den Kunden, wir fahren dorthin, wir machen das gerne so zum Beispiel mit 2, 3 Leuten, dass es eine kleine Gruppe gibt, dann ist das ein Beauty-Workshop und dann macht es einfach viel mehr Spaß. Im oberen Teil der Metzgerstraße sind Flohmarktstände und Antiquitäten zu finden. Aber auch andere Stände und Aktionen, wie beispielsweise hier vom Reiseland, sind präsent. Kulinarisches wird in der gesamten Metzgerstraße angeboten. Von Schupfnudeln mit Sauerkraut bis hin zu leckeren Langosch. Da können auch mein Kollege Ernst O. und ich nicht widerstehen.
Den Durst kann man im Anschluss dann beispielsweise mit einem leckeren Cocktail an der mobilen Cocktailbar von Easy Drink stillen. Leckere Klassiker wie Caipirinha gibt es hier auch ohne Alkohol. Spielangebote für Kinder dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Und die können sich auf dem Metzgerstraßenfest daher fast an jeder Ecke amüsieren. Eine echte Institution in der Metzgerstraße ist das Sanitätshaus Krüger. Und dass das mehr zu bieten hat, als manche denken, erzählt uns Inhaber Philipp Schweitzer. Beim Sanitätshaus denkt man oft bloß, hoffentlich brauche ich jetzt kein Sanitätshaus, aber es lohnt sich bei uns auch mal reinzuschauen, zu bummeln, zu schauen. Auch viele Sportler werden hier versorgt, vom Profi bis zum Anfänger, ganz breit gefächertes Publikum. Oder wenn man hier auch diese schönen Badeanzüge sieht, also querbeet, wir haben unheimlich viel zu bieten, auch viele Dinge, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. Also es lohnt sich, einfach mal bei uns reinzuschauen, ein bisschen zu bummeln. Jetzt fragen wir mal unseren Kameramann ganz spontan, sollen wir mal reinschauen, bummeln? Gut, komm, wir gehen rein. Und da gibt es wirklich viel zu sehen. Unter anderem einen jonglierenden Inhaber. So wirken die Anti-Stress-Bälle sicherlich gleich dreimal so gut. Und wer in der Metzgerstraße unterwegs ist, trifft früher oder später sicherlich auch auf alte Bekannte. Es freut mich, dass ihr Zeit habt, auch wieder dabei zu sein beim Metzgerstraßenfest. Was habt ihr heute wieder alles geboten? Teppichbowling für die Kleinen, ein Airhockey auch für die Kleineren, Pancakehaus, Außenbestuhlung. Mit seinen vielfältigen Angeboten ist das City Bowling seit Anfang an beim Metzgerstraßenfest dabei. Zur Freude der Kinder, die sich hier richtig austoben können. Anmutige Körperbewegungen präsentieren wiederum die Tänzer des Studios Emanolito, die den klassischen Tango Argentino tanzen und zeigen, wie viel Emotionen in diesem Tanz stecken. Stoßen wir an auf so ein tolles, tolles Fest. Jawohl. Und tolle Partner, die da immer wieder mitmachen, Haus für Sicherheit, Feis, alle, die da sind und immer wieder uns Freude bereiten. Damit es einfach gelungen, rund und Wahrheit pfundig wird. Prost. Prost. Ein besseres Schlusswort hätten auch wir nicht finden können. Das Metzgerstraßenfest war in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg für die Händlerinnen und Händler und lockte etliche Menschen in die nicht nur längste Einkaufsstraße in Reutlingen, sondern vielleicht auch in die persönlichste.